Hier sind extrem teure Dinge, die Erling Haaland besitzt. Ach ja, und wenn du neu hier bist oder schon länger meine Videos schaust, abonnier doch meinen Kanal. Für dich ist das komplett kostenlos, du verpasst keine Videos mehr und hilfst mir mega damit weiter. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Nummer 10. Erling Haaland ist gerade mal 23 Jahre alt und in so jungen Jahren schon der Schrecken eines jeden Abwehrspielers. Ein so guter Stürmer hat allerdings auch seinen Preis. Bis Ende des Jahres 2027 wird er allein durch seinen Vertrag bei Man City über 146 Millionen Euro verdient haben. Er kassiert also eine knappe Million innerhalb einer Woche und das, wie gesagt, nur durch seinen Vertrag bei Man City. Denn neben seinem Clubgehalt verdient er Geld mit allem Möglichen. Social Media, Markensponsoring und so weiter. Allein durch seinen Vertrag mit Nike verdient er 22 Millionen Euro im Jahr. Hey, und mir wird schon reichen Kosten, nur Schuhe zugeschickt zu bekommen. Hallo, Nike? Es scheint einem einfach so, als würde alles, was Haaland anfassen, zu Gold werden. Doch Haaland verdient nicht nur Unmengen an Geld, sondern gibt auch genauso viel aus. Von den wildesten Partys über die teuersten Uhren bis hin zu einer Sache, die unfassbare 25 Millionen Euro gekostet hat. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an und gucken, wie Erling sein Talent genutzt hat, um einen der teuersten Verträge in der Geschichte der Premier League zu bekommen. Ich meine, irgendwie muss man ja das Geld, was man ausgibt, auch verdienen. Nummer 9. Haalands Erfolg begann so richtig, als er zu Dortmund wechselte. Und er ist nicht der einzige Name, den Dortmund groß gemacht hat. Erinnern wir uns zum Beispiel an Robert Lewandowski oder Pierre-Emerick Aubameyang. Erling spielte nach seinem Wechsel von RB Salzburg in Dortmund einfach unglaublich. Er schoss 86 Tore in 89 Spielen und wurde schnell zu einem der gefragtesten Spieler der ganzen Welt. Verrückt, oder? Vor ein paar Jahren kannte den Typ noch keiner und er selbst dachte noch gar nicht an eine Fußballkarriere, sondern wollte schon stattdessen Rapper werden. Und wie er das Ganze heute findet, hat er auch schon mal in einem Interview verraten. I don't even know why I had this on. I have no idea. With my friends making a really nice song that's quite popular now, we have to say. I talk about Ling was my, it's my kind of nickname. I think that I'm Ling and everybody knows it. Yeah, it's it's a lot of just random things basically. Wer hätte geglaubt, dass der gleiche Typ 6 Jahre später von Pep Guardiola angefleht wird, in sein Team zu kommen und Teil von Manchester City zu werden? Denn Guardiola wollte das ultimative Team aufstellen, mit den Besten der Besten. Und wer durfte da natürlich nicht fehlen? Ganz klar, ein Monster-Torjäger im Sturm. Und niemand wäre dafür besser geeignet als Haaland. Doch Pep wusste auch, dass er nicht der Einzige ist, der Haaland auf seiner Einkaufsliste hatte. Alle großen Clubs hatten ein Auge auf Erling geworfen. Real Madrid, Barcelona und sogar PSG waren interessiert. Aber Pep und City waren entschlossen, den Schrecken jeder Abwehr zu sich zu holen. Also legten sie ihm ein Angebot vor, von dem sie wussten, dass er es nicht ablehnen konnte. Schon ein paar Wochen später trug Erling das Trikot der Sky Blues auf seinem Körper. Und es war nicht irgendein Vertrag auf dem Tisch, sondern passend zu Haalands Leistungen ein Vertrag der Extraklasse mit satten 350.000 Euro pro Woche. Die Aufmerksamen von euch haben bestimmt etwas bemerkt. Ja, am Anfang des Videos habe ich von knapp 1 Million Euro pro Woche geredet. Erling bekommt nämlich auf sein, wenn man es so nennen kann, normales Gehalt zusätzliche Bonuszahlungen. Und die sind so krass, dass sein Gehalt dadurch mal locker auf knapp 1 Million Euro pro Woche katapultiert wird. So bekommt er zum Beispiel 900.000 Euro, um einen Ball ins Tor zu schießen. Erling lebt also wirklich den Traum eines jeden Fußballfans. Und auch wenn man als Profifußballer viel Disziplin braucht und oft Abstriche im Leben machen muss, um seinen Traum zu verwirklichen, schafft es Erling irgendwie trotzdem, Spaß, Party und Fußball unter einen Hut zu bringen. Nummer 8. Aber seien wir mal ehrlich, Haaland feiert wahrscheinlich auch nur so viel, weil es bei seinem Erfolg so viel zu feiern gibt. Schaut euch zum Beispiel folgendes Video noch aus Dortmund-Zeiten an. Da geht er einfach mal mit seinen Fans genauso ab, wie er es an einem Champions League Abend auch auf dem Platz tut. Was ein cooler Typ. Aber natürlich ist der ganze Partyspaß nicht umsonst. Auf Mykonos zum Beispiel, wo Haaland mit seinen Teamkollegen auch mal gerne feiern geht, kostet die teuerste Flasche Champagner mal schlappe 120.000 Euro. Das ist auch für Haaland kein Schnäppchen. Hoffen wir mal für ihn, dass er sich für eine billigere Variante entschieden hat. Denn bei dem, was der Typ manchmal trinkt, würde eine Flasche Champagner wahrscheinlich nicht mal reichen. Er war sogar mal so betrunken, dass er aus einem Club geflogen ist.
Der Mann kann einfach alles. Rappen, Party machen und nicht zu vergessen, ganz gut Fußball spielen kann er auch noch. Und statt sein Geld nur für Frauen und Partys auszugeben, weiß Erling auch, dass seine Zeit kostbar ist. Deshalb gibt er Millionen für seinen Handgelenkschmuck aus. Nummer 7. Ja, du hast richtig gehört. Und Erlings Uhrensammlung ist wirklich der Wahnsinn. Er hat eine Rolex Starbucks im Wert von 19.000 Euro, eine Rolex Hulk im Wert von 28.000 Euro und eine Rolex Murph im Wert von 47.000 Euro. Aber diese drei Uhren sind Kindergarten im Gegensatz zu seinen Top 3. Diese Rolex ist von 36 trapezförmigen geschliffenen Diamanten umgeben. Und die Uhr ist so selten, dass Erling auf einer exklusiven Liste von Athleten wie LeBron James und Neymar steht, die als einer der wenigen Glücklichen diese Uhr überhaupt sein eigen nennen darf. Einfach nur auf dieser Liste zu stehen, bringt einem allerdings nichts. Du musst noch knapp über eine 250.000 Euro beiseite haben, um dir diese Uhr auch wirklich leisten zu können. Aber Erling reichte auch das noch nicht. Er rief wieder bei seinem Juwelier an und gab weitere 300.000 Euro für eine noch limitiertere Uhr mit angebrachten Stundenmarkierungen aus Weißgold aus. Und von dieser Schönheit gibt es tatsächlich nur 300 Stück auf der Welt. Und trotzdem kommt sie nur an zweiter Stelle. Denn die teuerste Uhr in Erlings Sammlung ist eine Special Edition, die exklusiv zum 20. Jubiläum der Royal Oak herausgebracht wurde. Die sieht echt schick aus, kostet leider aber auch nur schlappe 350.000 Euro. Aber Erling gibt nicht nur für seine eigenen Uhren viel Geld aus. Nummer 6. Als er seinen ehemaligen Teamkollegen in Dortmund mitteilte, dass er nach Man City wechselt, wollte er ihn etwas für die schöne Zeit und Hilfe zu seinem Erfolg zurückgeben. Statt einer langweiligen Abschiedsrede oder Pralinen gab er mal eben eine halbe Million Dollar aus, um auch ganz sicher zu gehen, dass ihn seine Teamkollegen in guter Erinnerung behalten. Jedes Mitglied der ersten Mannschaft bekam eine 15.000 Euro Rolex. Aber auch das reichte nicht. Er vergaß dabei nämlich weder die Coaches, das Personal und die Köche zu beglücken. Jeder, mit dem er täglich arbeitete, bekam auch etwas von ihm. Mann, hätte ich zu der Zeit bloß bei Dortmund gearbeitet. Aber was meint ihr? Findet ihr es eine coole Geste oder doch etwas übertrieben? Schreibt's mal in die Kommentare. Nummer 5. Erling ist nicht nur Uhren, sondern wie es sich für einen Fußballstar gehört, auch autoverrückt. Und mal ganz im Ernst, für jemanden, der erst vor einigen Jahren mit dem Autofahren angefangen hat, hat er jetzt schon extrem teure Autos in seiner Garage stehen. Dieser Audi Q7 hat Erling über 50.000 Euro gekostet und das ist immer noch das billigste Auto in seiner Sammlung. Denn ganz offensichtlich reicht einem Fußballstar ein Auto allein nicht aus. Für sein zweites Auto wechselte er die Marke zu einem BMW M5 für 100.000 Euro. Und als Erling begann, ein echter Superstar zu werden, brauchte er natürlich noch ein paar Autos mehr, die seinem Status gerecht werden. Und das war der Moment, als es anfing, wirklich verrückt zu werden. Ein 591 PS starker Twin-Turbo V8 Motor, gepaart mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe. Allein dieses Teil hat Erling über 150.000 Euro gekostet. Aber er brauchte ein Auto passend zu seinem Spielertyp. Er wollte nämlich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz der Schnellste sein. Also musste sein nächstes Auto seinem Spieltempo gerecht werden. Deshalb hat er nochmal 200.000 Euro für einen superschnellen Hybrid auf den Tisch gelegt. Der Mercedes-AMG GT63 SE Performance ist ein wirklich kranker Wagen mit 831 PS, der in nur 2,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h erreicht. Mann, die superschnellen Autos, die teuren Uhr, gibt's eigentlich auch etwas, was der Typ nicht hat? Eine eigene Insel vielleicht? Nummer 4. Eine Insel fehlt Erling tatsächlich noch. Aber keine Angst, wenn er will, gehört ihm schon bald eine und das wäre einfach nur verrückt. Er wäre dann nämlich auf einem Level mit seinem Idol Zlatan Ibrahimovic. Erling verehrt Zlatan seit seiner Kindheit und jetzt, Jahre später, könnte er die Millionen auf den Tisch legen, um wirklich Zlatans Nachbar zu werden. Was der wohl dazu sagen würde? Die Black Rocky-Insel soll zum Verkauf stehen und auf der Liste derjenigen, die sich solch einen Ort überhaupt leisten können, steht auf jeden Fall Manchester Citys Tormaschine. Und wenn Erling sie tatsächlich bekommen sollte, würde er der einzige Spieler weltweit neben Zlatan sein, der eine private Insel besitzt. Das ist schon ein Next-Level-Flex. Ich meine, stell dir vor, du entspannst auf deiner Insel, schlürfst Kokosnusssaft und gönnst dir dabei ein paar Videos
Videos auf unserem Kanal. Ich meine, hey, was gibt's Besseres? Aber Erling weiß auch, dass er mit seinem Supersportwagen nicht so einfach auf eine Insel kommen würde. Und genau da kommt sein nächster extrem teurer Kauf ins Spiel. Und nein, wir sprechen hier nicht von einem eigenen Privatjet. Das wäre ja viel zu langweilig. Das dachten sich zumindest Erling und sein Vater. Nummer 3. Also beschlossen sie gemeinsam, $25 Millionen zu investieren und ein eigenes Privatjet-Unternehmen zu gründen. Im Moment fliegen sie nur in Norwegen, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie expandieren und Erling und seine Privatjets die ganze Welt unsicher machen. Nummer 2. Weiter geht's mit etwas, das bei weitem nicht so teuer ist wie die anderen Dinge auf dieser Liste. Und zwar Klamotten. Aber im Vergleich dazu, was andere normale Menschen, die nicht gerade 1 Million Euro die Woche zur Verfügung haben, ist das, was Erling für Klamotten ausgibt, einfach von einer anderen Welt. Dieses Outfit hier von Dolce & Gabbana kostet schlappe 1000 Euro und das für ein Strandoutfit. Marco Reus hat dazu übrigens eine ganz eigene Meinung. So, erstmal Outfit ist ganz miese, wirklich. Ich weiß gar nicht, welche Marke ist denn das? Von DJ Khaled, glaube ich, oder? Kann das sein? Das ist von Dolce & Gabbana. Warte, alles davon? Short, ja, ja, T-Shirt plus... Da hat er sich bedankt für seine, glaube ich, 10 Millionen Follower. Fußnägel auch von Dolce & Gabbana. Okay, wie man sieht, ist Reus nicht unbedingt der größte Fan von Harlan Style. Aber was sagt ihr? Hat Erling Style oder sagt ihr, teure Klamotten kann man sich kaufen, Style aber nicht? Schreibt's mal in die Kommentare. Nummer 1. Erling und seine Familie lieben Spanien. Sie fahren dorthin, um zu entspannen und ihre Ferien zu verbringen. Harlan hat sogar Silvester in der Gegend verbracht und dabei ein paar Autogramme für Fans unterschrieben, die ihn erkannt haben. Spanien ist dabei wie ein zweites Zuhause für ihn. Und genau deshalb hat der lässige $6,5 Millionen in diese Villa in der Region Marbella im Süden Spaniens gesteckt. Aber das ist noch nicht alles, denn die Villa ist nicht irgendein 0815-Haus, was für 6,5 Millionen Euro aber eigentlich auch nicht anders zu erwarten ist. So hat sie eine Menge schicker Sachen, wie einen Swimmingpool oder zum Beispiel einen Weinkeller. Und ganz exklusiv für Erling wurde sogar ein Fußballplatz im Garten gebaut, damit er seine Schüsse üben und an seiner Technik arbeiten kann. Ja, sogar im Urlaub, aber ich glaube, dort kickt man gerne mal ein bisschen mit dem Ball. Und um sicherzustellen, dass Erling nie zu weit weg von seiner Familie ist, beschloss sein Vater Alf, direkt nebenan auch eine Villa zu kaufen. Okay, vielleicht lag es auch ein bisschen an dem tollen Golfplatz, den er in Marbella gefunden hat. Denn Erlings Vater ist ein riesen Golffan. Oh Mann, was für ein Leben diese Familie hat. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was ein Fußballerkind so alles besitzt, schaut euch hier jetzt unbedingt noch das nächste Video mit 10 extrem teuren Dingen an, die Cristiano Ronaldo Jr. besitzt. Und dann sehen wir uns auch gleich schon im nächsten Video wieder.